Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, am Mittwoch habe ich euch ja erzählt, dass ich gerade einen Mandelrest habe. Und es ist oft so, dass wenn man im Läden kauft, also wenn man in einem Laden geht und sich Lebensmittel kauft, dass man dann so Geschichten hat, wie dass einem irgendwas übrig bleibt. Weil die haben manchmal so, also ich habe oft so Rezepte, wo dran steht zum Beispiel 250, nee, 150 Gramm Mandeln. In einer Industriepackung von Mandeln ist aber so, dass es oft 200er Gramm Packungen sind, bleiben 50 Gramm übrig. Manchmal gibt es dann auch solche Rezepte, wo dran steht 100 Gramm Mandeln, dann hat man eben 100 übrig. Aber es geht ja jetzt nicht darum, wie viel Mandeln ich übrig habe. Dann auch so ein Ding, was oft passiert, also man schält Karotten, wenn man zum Beispiel so wie ich jetzt vor kurzem einen wunderbaren Karottenkuchen machen möchte. Den habe ich mir zu meinen Großeltern hochgegeben, den essen wir am Geburtstag. Backe jetzt und iss dann später. Das ist das Motto meines Backens. Ja, und da hatte ich zum Beispiel sehr viel Karottenschale übrig. Dann, ich habe Gurkensalat gemacht und habe den halt in Streifen gemacht und dann blieben da ein paar Streifen übrig. Ja, aber was macht man jetzt? Man hat immer Reste. Und oft ist es dann so, dass die Reste zu wenig sind für ein zweites Rezept. Zu wenig für, zu viel zum Wegschmeißen, weil es schade wäre. Weil es wird so viele Lebensmittel werden einfach weggeschmissen, die man einfach noch gut benutzen könnte. Und ja, und so habe ich mir etwas angewöhnt. Das klingt jetzt total schräg, aber ich bin eine nach rechten Rezeptsucherin. Also wenn ich ein Rezept habe, wo ich weiß, dass ich nur 100 Gramm brauche und ich weiß genau, ich habe keine Lust, jetzt die doppelte Menge zu machen. Und glaub mir, die Vanillekipferl mit den Mandeln, wo ich gemacht habe, da wollte ich auch nicht die doppelte Menge haben. Wollte ich nicht. Die sind total schief gegangen. Und ja. Und so habe ich jetzt zum Beispiel ein Rezept gesucht, wo ich ungefähr 100 Gramm Mandeln brauche. Und es sind jetzt 80 Gramm blöderweise. Aber meine Mutter hat gesagt, sie nimmt die überbleibenden 20 Gramm in ihr Müsli. Und das ist dann so eine Sache. Ich suche dann eben Rezepte, wo dann so Sachen sind, wo ich weiß, gut, da bleibt vielleicht dann noch ein mini kleiner Rest übrig. Aber den Rest, den verarbeite ich dann meistens auch nochmal. Also zum Beispiel diese Karottenschale, also wenn ich Karotten schäle, tue ich prinzipiell die Schale von den Karotten nehmen und tue sie trocknen. Und dann, wenn ich irgendwann die Tage oder so an irgendwas im Ofen mache, dann tue ich es nochmal in den Ofen und dann mache ich wie Karottenchips und die kriegt dann Leo. Er liebt sie. Er liebt sie wirklich. Dann die Gurkenreste, die habe ich zum Beispiel aufgeschnitten und habe noch mit einem Rest, irgendwie hatte ich noch Rest Sour Cream oder so. Und die habe ich dann drauf gemacht und habe es meinem Vater als einen leckeren Gurkensalat gebracht. Der war gut. Meine Mama und mein Dad haben es geliebt. Und das ist das Ding. Oder was ich auch so was finde, wo es mir im Herz blutet, es gibt ja so Rezepte, wo drin steht, drei Eigelb. Und dann schmeißen die meisten Leute das Eiweiß weg. Aber ich finde das so ein Schwachfug. Klar, dann fehlt das Eigelb. Aber wir haben schon so oft einfach bloß, habe ich dann das Eiweiß genommen, habe es in die Pfanne getan und habe es einfach nur als ein Rührei gegessen. Das schmeckt auch gut. Stimmt's? Und es ist sehr proteinreich. Und es ist vor allem auch wirklich so, man muss nicht immer alles wegwerfen. Und ich verstehe die Menschen nicht, wenn sie die Sachen wegwerfen. Ich habe also zum Beispiel meine Zweitmutter, die wollte schon mal ein Eiweiß wegschmeißen. Da habe ich gesagt, ich nehme das mit. Da habe ich das nochmal mit ein bisschen Zitrone, habe es in Pfanne geschmissen und es war ein wunderbares Omelett. Mein Vater hat sogar gesagt, das machst bald mal wieder. Habe ich seitdem aber nicht mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Voll vergessen. Oder was ich auch zum Beispiel mache, ist, wenn irgendwie Eiweiß oder Eigelb übrig, also wenn ich Eiweiß brauche, wenn ich Eischaum zum Beispiel, wegen Eischnee, dann bleibt ja das Eigelb übrig. Und wenn ich dann weiß, dass es ja was Gebackenes ist, dann mache ich einfach eine leckere Carbonara noch. Und das geht doch. Und es ist halt so, ich finde es
Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde es nicht gut, wenn man Lebensmittel wegwirft, nur weil einem nichts mehr damit einfällt. Und ich finde es schade, wenn man sagt, ich werfe jetzt das weg, nur um es wegzuwerfen. Und ich hatte auch schon oft solche Rezepte, wo drin stand, vor ein paar Wochen hatten wir das Rezept, da stand drin, 3 Eigelb. Und dann habe ich das Rezept gemacht und alles. Und es war furztrocken. Also es war wirklich so ein Teigdatschen. Da hätte ich nichts verrührt, nichts gemacht, nichts hingekriegt. Und dann hat meine Mom zu mir gesagt, habe ich zu meiner Mom gesagt, und meine Mom zu mir, dann tue ich das Eiweiß noch mit dazu. Und dadurch ist dann ein schöner Teig geworden. Und jetzt haben wir mega leckere Waffeln, ne? Stimmt. Oh, die sind echt gut. Ja, und das ist. Ich habe übrigens noch 2 im Kühlschrank. Ja, mach weiter. Ja, und das ist auch noch so eine Sache. Ich habe eine Tante, ich habe sie mega lieb und sie ist echt toll und alles. Aber sie schmeißt Sachen, die frisch gekocht sind, weg. Und ich verstehe das nicht. Für mich ist das total das Mysterium, wie man das machen kann. Weil ich zum Beispiel, also ich bin ja eine Einzelperson und ich mache Rezepte, die für 4 bis zu 4 Personen sind, weil ich der Ansicht bin, dass wenn man größere Mengen macht, dann schmeckt es besser. Einfach von der Aromatik her. Und dann hat man oft so, dass man Reste hat. Und ich tuppere alles ein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich habe eine Mutter, die ich immer liebevoll die Aufwärmkönigin nenne. Und die Pastakönigin. Aber das ist. Meine Mutter macht die besten Nudeln der Weltgeschichte. Ich sag euch, ich weiß nicht, wie die Frau das hinkriegt, aber meine Mom schafft es, dass eine Nudel immer schmeckt. Sie macht sie immer genau richtig. Sie hat noch nie zu matschige Nudeln für mich gemacht, aber auch nie zu feste. Und das Ding ist, an Tagen, wo ich es weniger kauen kann, macht sie genau die richtige Weiche. Und an Tagen, wo ich es ein bisschen die härteren Nudeln brauche, macht sie mir härtere Nudeln. Da hat sie ein Bauchgefühl, das ist unfassbar. Und ich merke es immer dann wieder, wenn ich mir selbst welche mache. Weil ich habe heute selbst welche gemacht und die waren vorne matschig und hinten hart. Ist auch eine Kunstfertigkeit. Also muss man können. Ja, und meine Mom, die hat mir schon als kleines Kind, hat die mir beigebracht, dass man nichts wegwirft, wenn es nicht schlecht ist, sondern dass man alles noch gut am nächsten Tag oder übernächsten Tag essen kann. Und dementsprechend habe ich meine Küche auch schon immer aufgebaut. Ich koche zum Beispiel nie eine Tomatensauce für einen Tag, weil das finde ich ein Schwachsinn. Seht ihr, da regt sich sogar mein Vater auf. Ja, brauchst du mich? Die kommen. Anonym. Und nimm den Schlüssel mit, Momo. Yes, I love you. Auf jeden Fall. Ich mache nie eine Tomatensauce für einen Tag. Heute habe ich eine Tomatensauce gemacht und das ist auch so ein Tipp, falls ihr das auch mal probieren möchtet. Macht eine Tomatensauce. Also macht Zwiebeln, Knoblauch oder was auch immer ihr da, also so Zwiebeln, Knoblauch. Macht die Tomatensoße drauf und dann rührt's. Und dann macht ein bisschen danach, wenn es zu sauer ist, ein bisschen Zucker noch mit rein. Das ist übrigens ein Tipp. Und ein bisschen Salz, aber noch kein Pfeffer. Und dann füllt ihr zum Beispiel einfach, wenn ihr zu mehr Zeit, dann nehmt halt so viel, wie ihr braucht für dieses Essen und füllt den Rest in den Tupper. Ohne dass ihr Gewürze reingemacht habt oder irgendwas. Und dann, wenn ihr es am nächsten Tag nochmal essen wollt, könnt ihr die Tomatensauce, zum Beispiel, wenn ihr am ersten Tag Petersilie reinmacht und ein bisschen viel Pfeffer und welchen Schluck Sahne, könnt ihr am zweiten Tag dieselbe Pastasauce nochmal nehmen und da zum Beispiel dann ohne die Petersilie, dafür vielleicht mit einem Schluck Sahne und einem Schluck Wodka-Nudeln, sind wohl auch sehr lecker, machen. Und damit habt ihr dann einfach auch verschiedene Soßen. Habt dieselbe Basis von der Soße an sich, habt also nur einmal also diese Basisarbeit gemacht und könnt sie dann euch je nach Tag verfeinern. Und dann habt ihr 5 Tage immer anders schmeckende Nudeln. Und
anders schmeckende Soßen. Und das ist so mein Tipp, den ich euch jetzt gerade einfach habe. Wenn ihr das mal testen möchtet, dann so würde ich, bin ich immer dafür. Und ich werde das hier in den Wodka nehmen, glaube ich, doch mal probieren. Jetzt muss ich nur meine Mutter davon überzeugen, mir eine Flasche Wodka zu beschaffen. Oh, ich glaube, wir haben noch unten da haben wir noch eine. Von irgendeiner Geburtstagsfeier. Wenn die jetzt nicht unbedingt benutzt worden ist zum Desinfizieren, dann könnte ich da vielleicht tatsächlich morgen schöne Wodka-Nudeln machen. Ja, und das ist so eine Sache, die ich einfach mal euch ans Herz legen möchte. Schmeißt die Sachen nicht immer gleich weg, nur weil man keine Idee mehr hat, was man machen kann, sondern geht einfach mal auf die Suche nach einer Idee oder sucht einfach mal oder sucht ein Rezept und halbiert es gegebenenfalls auch einfach, wenn nach dem, was ihr noch als Rest habt. Und dadurch können entstehen manchmal richtig gute und tolle Sachen. Also probiert's aus. Ich für meinen Teil, ich tue das jetzt gerade sehr viel, weil dadurch, dass ich jetzt gerade wieder mehr koche, entstehen natürlich auch immer viele Reste. Und ja, dadurch erweitere ich auch meinen Kochhorizont, indem ich viele neue Dinge probiere. Und das ist gerade total toll. Und meine Eltern sind total verrückt danach. Wir haben als Familie schon mindestens, glaube ich, um die 10 Kilo zugenommen. Also, mein Kochen hat auch so seine Nachteile. Ja. Und ich für meinen Teil, ich werde mich jetzt an meine Brownies setzen, damit die bald fertig werden. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Restrezepte habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook oder auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Tschüss.